Ja, es ist alles, was ich jetzt für den Anfang brauche. So. Das hier müsste bereits fertig sein. Perfekt. Glas, das kommt auch in die Endertruhe. Ich bräuchte eigentlich noch mehr Bücherregale. Ich bräuchte noch viel mehr Bücherregale. Das kostet so viel Leder. Wisst ihr was? Ich nehme den halben Stack Leder. Das einzelne auch. Oder mache ich mir jetzt noch Bücher? Also Bücherregale. So. So, und das rücken wir auch alles nach. Da kommt ja vorerst nichts Neues mehr hin. Nein. So. Eigentlich müssten wir das anders machen. Wir haben hier auch die Weizen. Ich habe mir das vom Kürbis abgesehen, aber der Kürbis ist auch falsch. So, und hier habe ich... Ah, hier habe ich Weizen können. Ah. Das ist jetzt natürlich sehr blöd, da hätte ich mir jetzt ein bisschen Arbeit sparen können. Okay. Irgendwo da ist eine Spinne. So. Ich habe die anderen Bücher noch nicht mitgenommen. Die habe ich drin gelassen. Dann habe ich also 23. Die hätte ich drin lassen können. 21 durch 3 geht nämlich komplett auf. So blöd. So, und die zwei sind jetzt übrig geblieben. So. 7 Bücherregale. Ja, zumindest ein bisschen was. Ein bisschen was. So, dann kommen die Bücher da wieder zurück. Das kommt da wieder zurück. Es war doch umsonst. Es war komplett umsonst. Ein Feld ist übrig geblieben, aber das ist durch den vollen Weizen, ist das wieder nachgerückt. Es war komplett umsonst. Ich hätte es sein lassen können. So. 44 Leder haben wir noch. Okay. Aber jetzt. Wo ist diese Spinne? Da ist sie. Die stirbt jetzt. Die geht mir schon die ganze Zeit auf die Nerven. Kein Regen! Skelett! Aua! Was soll das? Nee, nicht die Hunde! Und das ist noch eine. Das ist noch eine. Jetzt muss ich die Hunde, glaube ich, wieder einsammeln. Ja, die sind da weg. So, kommt mal wieder her. Ja, du kannst eigentlich sitzen bleiben. So, dann ihr drei. Du bleibst hier. So. Du bleibst da. Du bleibst da. Das ist super. So, und ihr kommt jetzt auch noch. So, du kannst da bleiben. Die schiebe ich jetzt noch ein bisschen so nach vorne. Da kannst du bleiben. Die schiebe ich noch ein bisschen nach oben.
Okay. Und dich noch ein bisschen so. Okay. 2, 4, 6, 8, 9 und der andere hinten sind 10. Jetzt habe ich ein Ei. Jetzt habe ich wieder Monster-Sachen, die lege ich noch schnell ab. Und dann geht es weiter. Und ich habe Pfeil. So. Zurück in den Nether. Nether. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Keine Ahnung. Ach, aus Nether und Nether habe ich Nether gemacht. So bin ich drauf gekommen. Englisches Nether, deutsches Nether wird zu Nether. Oder Nether. Könnte man auch machen. So, der hat einiges gemacht. Soll ich das gleich mit dem... Nein, das bleibt noch. Wenn ich das nächste Mal herkomme, dann habe ich ein bisschen mehr. Aber ist gut durchgegangen. So, Jul. Wir reiten wieder. Oh, und es wird Nacht. Hey, Creeper, ich habe was für dich. Oh. Ich glaube, ich habe Jul getroffen. Also Jules Kopf. Ich hab Jul ein Ei an den Kopf geworfen. Nein. Naja. Stirbst du, Creeper? Stirbst du? Nein. Oh, oh. Das war echt knapp. Ich war so sehr Jules getroffen. Okay. Da hatte ich jetzt echt kurz Angst um Jules. Gestorben. Machen wir mal ein bisschen Monsterjagd. Ja, fast. Das war zu weit. Jetzt. Ach, der ist anscheinend nicht zu spät gestorben. Das ist doch Netherrack. Ich weiß, dass du hinter mir bist. Schöne Erfahrungspunkte sammeln mit Jewel. So, du stirbst. Ha! Noch erwischt. Oh, da hinten sind noch Erfahrungspunkte. Und du bist durch deinen Sprung entkommen. Aua! Okay, der Creeper ist auch gestorben. Nicht irgendwo mal einen Zombie getötet? Keine Ahnung. Die Hexe da möchte ich töten. Und die Spinne da. Hexe ist tot. So. Das ist noch eine Spinne. Aber ich glaube, jetzt gehen wir dann doch lieber mal wieder zurück. Wir setzen uns den... Ich will jetzt nicht mehr jedes Monster töten, sondern nur noch die, die im Weg sind. Da ist gerade noch einer gespawnt. Nee, nicht schon wieder. Verdammt, der ist zu schnell. Jetzt habe ich dich.
stirb doch! Okay, er ist gestorben. Puh, der Kleine ist echt ein zu kleines Ziel gewesen. Und ich habe Jenna schon zwei Pfeile reingejagt. Der ist gestorben. Der andere nicht. Das ist doch ein Hexen. Wir wollen weiter. Ich lasse die Hexen jetzt. Ja, ich glaube, das war Level 20. Oh, war das zu weit links? Zu weit rechts? Zu hoch? Treffer! Andersrum, erst zu weit rechts, nein, zu niedrig, zu weit links, dann zu hoch. Okay, wir sind jetzt entweder Level 15 oder Level 20, nein, Level 15 waren wir vorhin schon, also sind wir jetzt Level 20. Ja! Ich nicht auf Drew sitze, kann ich viel besser zielen, weil ich das auch viel besser, viel mehr gewohnt bin. Erfahrungspunkte in der Grube drin. Das Schwert eigentlich, das hat keine Haltbarkeit, deswegen ist es auch schon so kaputt. Aber die hat 360 von 384, voll geil. Okay, das war eindeutig zu hoch. Nein, da ist er noch ganz schnell weg. Ist er reingegangen? Der ist reingegangen! Ah, knapp. Ich glaube, ich habe getroffen. Nein, habe ich nicht. Doch die Flamme habe ich nicht mehr gesehen, dass er sich bewegt hat. Oh, jetzt steckt er da oben an der Wand drin. Wie geil. Ich hoffe, die Pfeile despawnen hier irgendwann. Es sind einfach Creeper drin. Das mag ich gar nicht. Jetzt haben wir hier so viele Monster-Sachen. Die kommen einfach oben in die Truhe. Fertig. Beim Tempel. Irgendwann holen wir die schon wieder. So, ich glaube, ich nehme jetzt tatsächlich schon seit fast 3 Stunden auf. Wenn ihr das nächste Mal zurückgeht, mache ich Schluss. Beim nächsten Mal ist Schluss dann. Für heute zumindest. Whoops. Und... Au. Was? Ich glaube, das ist weg. Ja, das ist weg. Das lebt noch? Wie, das lebt noch? Das ist wohl ins Wasser gefallen. Tja, lebt das einfach noch? Unglaublich. Naja. So. Ah, das wird so schön. Okay, in der Truhe. Was macht... Womit fange ich jetzt an? Mit den Türen fange ich an. Und zwar kommen die hier... Mist. Ja, so hin. So kommen die hin. Können die auch wieder rein. Dann Glasscheiben. So. Zack. Können auch wieder rein.
Die Banner kann ich schon mal auch hinmachen. Die kommen nämlich tatsächlich hier hin. Und dahin. Ein Bücherregal brauche ich 6 Stück. Und ich krieg natürlich genau die falschen. Das kommt hier hin. So. Dann brauche ich das Schwarzeichenholz. Ja, der ist kann schon mal da rein. Nämlich, so, wie ist das hier? 1, 2, aber nur 1. Da sehe ich hier ein Fass. Ein großes Fass ist hier. Dann Teppich. Wobei, ich könnte jetzt auch erstmal mit dem hier weitermachen. Erstmal den Boden fertig machen. So, die Decke ist schon. Und dann den Teppich. Oder warte ich mit dem Teppich? Ach komm, den machen wir gleich. So, von Woof bis Woof beginnt der vom Fenster 1, 2 beim dritten runter. Fenster 1, 2, hier beginnt er. 1, 2, 3, ja, und beim anderen Fenster hört er auf. Genau. So, und der ist, ja, soweit wir eben bis jetzt gebaut haben. So. Okay. So, aber habe ich den echt wieder abgelegt? Ich habe den echt abgelegt. Langsam wird's. So, habe ich da einen falsch gebaut? Ich habe da einen falsch gebaut. Und nicht gemerkt. So. Wie geht's dann weiter? Ich fange links wieder an. Also hier ist dann jetzt dann wieder eine Wand. Hier ist eine Wand. Jetzt kommt dann die Fackel auch weg. So, ich hoffe, hier kommt jetzt keine Lava. Wobei, deswegen grabe ich eigentlich auch hier gerade da unten eher. Weil dann fließt sie nämlich hier rein in die Rinne und nicht auf die Wolle. Das ist eigentlich eine recht gute Idee, glaube ich. So. Oh, das war's eh schon. Okay. Dann kommt da jetzt die Decke hin.